Ach so, Sascha. Hast du eh noch 25%? Nee, ich mache jetzt erstmal fertig. Ich fahr das Ding nicht weg. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Ich muss erstmal einen Chef fragen, dann muss ich wieder telefonieren. Ich gleich mit einem. Das mit dem Firmenhandy auch noch, das geht ja auch nicht. Ich laufe doch sowieso immer mit zwei Handys rum. Und das auf der Arbeit. Also auf der Arbeit habe ich meistens mein Handy im Sprint. Nee, ich brauche sie auf Arbeit. Ich bin ganz vornehm. Brauchen wir kein Handys. Na, nur während der einstündigen Mittagspause. Ja, und da hast du immer nur gefragt, wie bei mir die Temperatur ist. Ja, und deshalb funktioniert jetzt dein WhatsApp. Ja, wird wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich eben sein. Ich hab's. Deine Nummer verkehrt. Ich hab's einmal abgefragt, wahrscheinlich. Und heute wollte ich. Und ich wollte heute einmal abfragen und dann ging's nicht mehr. Also wirst du schuld sein. Dann bin ich halt fucking schuld. Schande Maria Gottes. Jetzt müssen wir es neu programmieren. Jetzt müssen wir es auf Telegram aufbauen, aber Telegram bietet uns eh mehr Möglichkeiten. Ja, trotzdem. Und es ist halt nicht mehr ein WhatsApp integriert. Ja. Ja, passt nicht besser, wer braucht ein WhatsApp? Ja, wir steigen jetzt alle auf Telegram. Ja, ich das hab ich schon lange. Mir ist ja egal, WhatsApp brauche ich nicht unbedingt. Telegram Web schaut irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe noch nicht angeschaut. Also irgendwie schaut diese Schrift da. Ich weiß nicht warum. Ja, man ist halt von WhatsApp verwöhnt. Ja, aber Telegram verwöhnt uns jetzt mit einem ordentlich ausgebauten Bot-API. Das stimmt, vor allem du kannst da alles machen, du kannst Images senden, alles mögliche. Und das heißt, du hast ja einmal die Bot-API und du hast die Client-API. Also du kannst entweder das Aussehen ändern oder halt Funktion. Du kannst vor allem ja auch standardmäßig Multiple Choice antworten. Ja. Mal gucken, vielleicht können wir das auch besser in unseren Code integrieren, dass wir besser senden können. Ja. Jetzt senden wir ja so komisch mit Plus und das noch dazu und das noch irgendwie dazu. Ich hab's mir vom Coden noch nicht so ganz angeschaut. Ja, die hab mir noch gar nicht so wirklich angeschaut, aber. Es ist fährt's? Zumindest mal schauen, was wir draus machen. Genau. Weil heute habe ich noch die restlichen Sachen für die Haussteuerung bestellt. Bis auf die Relaiskarte fehlt noch. Aha. Und dann heißt's bauen. Wieder zusammenlöten alles. Ist abbauen. Man kann ja über eine Account-Leitung kann man ja nicht verschiedene Spannungen schicken. Ist ja eigentlich auch eine Minusleitung ganz normal. Was ist das nochmal? Also über eine Account-Leitung. Ja. Jetzt wir am Raspberry Port. Pin. Ja, was ist da? Kann man nicht mehrere Dinge schicken. Warum? Na, ich weiß ja jetzt nicht. Der Ground ist ja das Minus. Gegenüber OneWire. Die hätten eine Ground-Leitung. Dann der LED-Strip, weniger an Moffsets, die haben auch eine Ground-Leitung irgendwie. Ja, Ground ist egal. Ground kannst alle verbinden, das ist egal. Man kann alle verbinden, auch wenn da beim Plus eigentlich verschiedene Spannungen anliegen. Genau. Ground ist egal, Ground geht alle, nur Plus kannst halt eben aufgrund der Sache, dass Ground ist immer das gleiche. Okay. Das ist egal. Ich kenn mich ja da jetzt nichts wirklich aus. Ne, wie gesagt, Ground ist egal. Sonst müssen wir das ja gleich für Ground haben wie Plus, das wäre idiotisch. Ja, das wäre ein bisschen idiotisch. Ja. Warum lässt sich die Seemaschine jetzt nicht mehr auffüllen? Naja. Das ging letztes Mal schon. Ja, es geht wohl auffüllen, aber nur bis zur Hälfte, nur bis 299. Kein Geld. Na, eigentlich schon. Ja, du musst richtig neben dem Getreide stehen. Vielleicht ist Bindiger. Der Sack aber auch leer. Das kann natürlich sein. Weil die verlieren noch Volumen. An Volumen. Das kann natürlich sein, ja. Dann bestell mal einen neuen Sack. Ja, ja. Ach Gott, oh mein V. Ich wollte 10 machen. Aber warte mal, Ed, noch nicht, dass du alle Seiten jetzt dicht machst, sonst kommen wir nicht mehr raus hier. Habe ich schon alle Seiten dicht gemacht. Das
wächst ja noch nicht. Heben. Immer schön mit V heben. Dann geht das einfach. Einkaufen. Ja, ich hab mal gucken müssen, die ganzen IC-Controller, die ich da noch brauche. Warum brauchst du mehrere? Weil, damit ich mehr Ausgänge habe. Ich fahre ja da über die IC2-Schnittstelle. Ja. Dann habe ich ja nur drei Kabel am Raspberry und der Rest mache ich alles selbst. Und zwei Daten und einmal Kram. Genau. So irgendwie. Der Fernschuss. Oder vier kannst du einmal setzen. Ja, halt einmal Kram. Ja. Das kannst du zusammenschießen. Weil sonst habe ich Probleme. So viel GPIOs hat der Raspberry auch nicht. Du bist halt einfach zu viel machen. Allein meine ganze Lichtersteuerung. Hallo, das sind, ich glaube, 25 Lichter oder sowas. Keine Ahnung. Lichter, du hast einen extra Schaltkasten für deine Lichter. Ich weiß zwar immer noch nicht warum, aber. Ja, weil es so viel ist. Ich weiß nicht, was so wirklich Lichtschalter funktionieren, aber gut. Ja, pro Sache, die ich schalten möchte im Haus, also Steckdose oder Licht, brauche ich ein Modul. Lichtschalter einmal durch den Lichtschalter-Sicherungskasten. Genau. Genau, 1000 Meter Kabel. Ja, deswegen haben wir auch so viel gebraucht. Von Verteilerkasten zum Schalter, von Schalter zum Schaltkasten, von Schaltkasten zum Licht. Und vom Licht wieder Verteilerkasten. Der Nullleiter zurück. Stimmt, du hast ja einmal den abfreien Lichtschalter und einmal die Lampe. Genau. So ist die Steuerung. Das ist halt Home-Automatisierung dann. Und jetzt muss ich eben bei den ganzen Abfragen mit dem Raspberry, ob Licht ein ist oder aus ist und eben die Schaltfunktion. Das heißt, ich brauche pro Licht mindestens zwei GPIOs. Einmal abfragen, einmal senden. So. Deswegen geht sich das mit Raspberry selbst nicht aus. Aber wenn ich IC2. Genau. Weil wenn ich 20 Schalter habe, dann habe ich schon 40 Bins. Das hat der Raspberry schon mal nicht. Das kann ja was werden. Ja, oh, es hat viel Planung dahinter, aber es geht. Na, mal schauen, wie es im End aussieht. Ja, die Website und so, da bist du eh wieder dabei. Ja, da muss ich wieder. Leid. Weil die wertvolle Zeit opfern. Ja, okay, den Grundstock habe ich eh schon von anderen. Ja. Weil es ist ja wirklich eigentlich dasselbe. Die ganze IC-Steuerung ist ja ganz dasselbe. Das heißt, alle Befehle habe ich schon. Ne, wir müssen jetzt wieder einen Telekom-Bot machen. Ja, das ist ja wieder was an anderer Baustelle. Ja, die gehört aber auch mit dazu. Ja, dann die später. Steuerung durch ein Mobilfunkgerät. Ja, super, das kann ich aber über Web auch. Ja, aber über die Webseite geht nur, wenn du im lokalen Netzwerk bist. Das geht auch, wenn ich mich auf dem Server verbinde. Ja. Aber so umständlich. Du weißt, was ich meine. Ja. Geht trotzdem simpler. Oh. Ist das andere Feld oben auch Raps neben der Strohhalle? Ne, ich habe jetzt alles Weizen gemacht. Bei Weizen kann man dann Stroh machen und Stroh verkaufen. Ah, okay. Wieder ein paar Themen heute. Oh. Was ist deine Meinung dazu, Murdoch? Wozu? Worüber wir gerade reden. Über die Lichtsteuerung und das alles? Ja. Hätte ich auch gerne. Wenn Ed mal Urlaub hat, der kann er gerne mal vorbeikommen. Okay.
Allein mit Heizungssteuerung. Das Gebäude müsste dafür aber ausgelegt sein. Du musst erst das Gebäude umbauen. Oder du baust alles über Funk, aber das ist halt teuer, da kannst du ein paar tausend Euro in die Hand nehmen. Ja gut, dann muss ich ein bisschen sparen. Mich hat das einfach, dass nur das Vorsehen, damit ich es machen können kann, hat mich über 2000 gekostet. Okay. Die ganze Leitung und das Ganze. Ja, ist ja kein Problem. Es gibt ja eine Hildi, da kann man ja in, oder eine Flex mit Diamantscheibe als Fräse und dann kann man neue Kabel vielleicht legen. Das ist ja nicht das Problem. Kann man ja, viel Arbeit. Wie viele Schläuche hast du eigentlich? Wer, ich? Ja. Weiß ich nicht. Ein paar Kilometer. Ja, das ich nicht. Nur hast trotzdem welche vergessen. Ja. Extrem viel und trotzdem welche vergessen. Naja, vergessen nicht unbedingt zu wenig, sagen wir so. Naja, aber es gibt ja keine von deinem Zimmer nach unten. Ja. Ja, das war nie vorgesehen eigentlich. Na, letztens hast du gesagt, das wäre vorgesehen gewesen. Achso, die eine, ja. Ja, die wäre aber von Vorraum draußen gewesen. Nicht von Zimmer. Ja, dann halt da. Ja. Ja, die haben wir vergessen, ja. Sie existiert, aber sie ist im Boden. Ja, dann sie ist halt. Ja. Wir haben sie nicht aus dem Boden rausgeführt, so muss man sagen. Wir haben den Boden drüber gelegt, fertig. Sie existiert, ja. Boden aufreißen. Sie existiert, das ist doch schon mal was. Ja, du kannst Leitung im Boden legen. Nicht schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Sind wir da bald mal schauen wegen der einen Palette da, wegen der Saatgut, weil mir geht's gleich bald aus wieder. Ist doch nur 9%, was ist? Ich sag ja, mir geht's bald aus. Boah, ich mach schon mal das nächste Rapsfeld leer. Bist du schon gewachsen oder was? Jo. Wir müssten auch mal verkaufen. Jo, kannst ja machen, ist ja alles im Silo drin. Haben wir drei Felder? Nee. Doch. Ja, das oben an der Siloanlage ist auch unser. Ach so, okay. Und drei Felder. Drei Maschinen. Wir sind drei Leute. Welches Feld gehört mir, das kleinste? Da habe ich weniger zu tun. Und wenn wir sagen, drei Leute, drei Maschinen, drei Dings, waren es drei Aufgaben. Alles drei. Dreimal drei. Wo ist unser eigentlich unser Hilfsarbeiter? Da der Hilfsarbeiter ist heute nicht eingestellt. Ach so, hast gekündigt, ja? Nee, aber es war jetzt zu spontan alles so. Und der ist jetzt ja trotzdem weg. Grausames Leben. Ja, sagst es. Ich habe mein Tacho gefunden beim Mähdrescher. Oh. Rechts an der Seite. Respekt. Jetzt weißt du, wie schnell du fährst. Habe ich eigentlich alles hier? Ja. Da kommt da unten rum. Kurz Bestandsaufnahme machen, dort oben noch das Stück. Das ist das Problem, wenn man Kreise fährt. Ja, muss ja nicht hundertprozentig sein. In Real Life ist auch nicht alles hundertprozentig. Aber im Spiel geht das. Im Spiel geht das, ja. Das ist einfach. Genau, die Bauern lassen ja ein Stück in der Mitte vom Feld stehen für die liegenden Wildtiere. Ja. So, wie schaut's hier drüben aus? Das wächst, oder wie? Einzuwachsen. Ja, eins habe ich schon fertig, ja. Sind wir eben gucken, was wir damit jetzt Saatgutdünger machen müssen. Feld 14, Feld 15. Da kümmert er sich drum. Sehr gut. So, was ist das? Das ist Dünger, oder was? Das weiß doch kein Schwein. Eco 17. Das ist Saatgut, oder? Das ist Dünger. Dann ist das Saatgut nochmal. Das müsste Saatgut sein. Eco 17. Da ist ja absolut hier Flaschen. Was steht hier noch dran? Findest diese beim Händler in der Palettenkategorie.
Sobald die Big Bags leer sind, musst du neue kaufen. Ja, jetzt